Moin zusammen, Hütte am Start mit Evoland. Ja, wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Dass man dadurch nicht kommt. Ja, wir sind das letzte Mal aufgehört in der Wüste. Und mitten beim Kämpfen, jetzt mal wieder beim Kämpfen, wie man hier sieht. Nervt mich schon ein bisschen, dass wir nur beim Kämpfen gerade sind. Oh, sie hat nur noch 8 HP. Ah, die Pflanzen machen noch alten Damage, muss man dazu sagen. Ne, ich geh jetzt auf so ein anderes Vieh, weil da mache ich mehr Damage dran. Doris, heile uns mal wieder. Nee, wir lassen es töten. Jawohl. Alter, warum geht ihr alle auf Doris? Was habt ihr gegen Mädchen, Mann? Sind die frauenfeindlich oder was? Nee, angreifen nicht, nein. Kann ich das irgendwie zurück machen? Escape. Oh, Escape. Funktioniert super. So, kriegst du uns einen Iskrieg gerade an. Das kann ich mir noch spüren. Und du lässt tot, ja. Ah, mein Angriff wurde erhöht, die Verteidigung von Doris wurde erhöht. Das ist schon mal. Alter, diese Bäume. Die haben schon mal. Oh, noch einen Kampf. Boah, nochmal gegen die zwei fleischfressenden Pflanzen, ey, ehrlich, ey. So, haben wir den angegriffen. Doris heilt uns erstmal wieder. So, haben wir das hier erstmal weg. So, greifen wir gleich um den X-Kristall an, weil ich nehme mich dann mal heilen bei der Krankenschwester auf jeden Fall. Weil wir haben so viel Geld. Wir kriegen alleine schon für 2 Monate 340 Kliss. Und zu wie viel heilt die uns? Ich weiß nicht. Das ist ja lächerlich, zu was die uns heilt. Wir haben eine Kupferausrüstung, Langschwert. Ah, wir haben eine Silberausrüstung haben wir sogar. Warte mal, wie viel Verteidigung habe ich denn? Angriff 28, Doris Magie, Verteidigung, So, danke. Ja, Spielstand gleich speichern, weil richtig geil, danke. Wir haben 8000. Wir haben 8000 Kliss. Einfach nur krass, ey, wenn du dir mal überlegst. Ich würde hier gerne mal was verkaufen. Trank. Ich kann nur meine Tränke verkaufen. Achso, das andere ist jetzt alles so bei mir oder was? Gut zu wissen schon mal. Jetzt gehen wir zum Süden, zum Heiligen Rhein, zum Heiligen Hain. H-A-I-N heißt es ja. Heiligen Hain. Gut. Noch schnell speichern. Würde ich sagen, auf geht's. Unsere Minikarte zeigt, es wird dann ein Grund, dass wir hier runter müssen. Das war nicht weit. Und jetzt sind auch nur einfache Viecher statt da oben. Ich bin einfach nur falsch angelaufen. Und ich denke mal, dass wir bei den Heiligen Heiden ein stärkeres Schwert finden, denke ich mal. Würde ich meinen. Weil das war bis jetzt die ganze Zeit so. Oh scheiße, jetzt hab ich angegriffen. Totaler Fehler, aber egal, 33 Damage. Richtig geil. Fett. Ach, ich kann da rein schon. Der Heilige Hain. Ja, wie benutze ich denn jetzt die Bomben hier? Das wäre jetzt mal interessant rauszufinden. Ah, okay. Im Prinzip ist heiß, dass ich jetzt zwischen Schwert und Dings wechseln muss, oder was? Boah, die Viecher hasse ich ja. Ah, doch, das geht hier auf. Okay. Gar nicht. Ich muss anscheinend wieder tauschen. Doch nicht. Okay. Ah, ich krieg ja noch einen Bogen übrigens. Fällt mir ja auch gerade so auf. Ich ja noch einen Bogen bekommen, was ist das denn? Zeitreise. Klasse. Was nützt
gibt's mir denn eine Zeitreise? Es gibt doch nicht ohne Grund eine Zeitreise. Oder ist es jetzt einfach nur, dass wir den Unterschied mitbekommen? Ach doch, es gibt eine Zeitreise, natürlich. Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Okay. Ja, natürlich. Danke. So. Ab. Nein. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Danke. Ey, was mir aber gerade hier auffällt, ist, dass wir keine andere Wahl haben. Sonst Lebensanzeige ist übrigens auch weg, ist mir gerade mal so aufgefallen. Wir haben jetzt wieder diese Herzen da. Ah, ich muss aufpassen. Hätte ich ja ganz vergessen. Gut, aufpassen. So, kann ich hier lang laufen? Nein! Oh. So, im Prinzip gibt es wirklich nur einen Weg. Es gibt wirklich nur einen Weg. Es habe ich schon mitbekommen, dass es nur einen Weg gibt. Lol, wie schnell das gerade auf mich zukam, habt ihr das gerade gesehen? Fand ich schon gerade krass. Ich will auch noch zu der Dings sehen. Danke. Ausgrabung. Das heißt, dass ich hier lang muss anscheinend. In dieser scheiß Truhe zu kommen, ja. Ich glaube, diese Truhe haben. Das ist ein Stern! Sogar ein Bogen ist es. Ich hätte jetzt eher gedacht, weil es will diese Animation... Nein, oh! Heilige Maria, Mutter Gottes. Das ist aber ein Stern, oder? Ja, sag ich doch. Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Cool, Achievement freigeschalten. Jetzt. Freut mich. Jetzt haben wir einen Bogen. Wie geht er ab hier? Ach, einfach jetzt nur auf Range zu halten, oder was? Ich komme anscheinend nicht lang. Ja. Ja, danke. Jetzt. Nein, oh Alter, wie es mich einfach nur reinschmeißt, oder? Ich will nicht gegen euch kämpfen, ehrlich nicht. Naja. Sarah. Cool sieht das aus. Aber ich will trotzdem das lieber haben. Da können wir jetzt auf Range kämpfen, sehe ich gerade. Ah, hier kann ich die Demonstration machen. Weil ich schon zu klein bin noch. Ah, das gefällt mir schon ein bisschen, ey. Dieser Grafikstyle. Das ältere, aber geile Grafikstyle-mäßiger. Fetzt schon. Ah, was ist denn? Ihr habt versucht, mit euren roten Büsche zu verbrennen, in Brand zu setzen, oder? Vielleicht könntet ihr den Weg räumen. Versucht zuerst einen Ohr auszulassen. Ach, da oben, oder was? Das soll helfen. Okay. Dann tun wir dies auch mal. Okay. Und wenn du meinst. Sie gibt uns ja noch Tipps, aber. Ich hab da schon dran gedacht, gerade eben, aber. Hab
mir doch dann eher gedacht, dass es dann... die Zukunft verändert. Der kleine Gex in der Gegenwart nicht mehr. Ach, der hat uns hier gehindert oder was? Achso, jetzt muss ich hier das wieder drücken, dass ich hier rüber kann. Ja, schon interessant, muss ich dazu sagen. Ach, für so. Ja. Schon genial, wenn du dir das mal vorstellst, was du hier alles machen musst, ja. Der Zeitreisende bin ich. Sam ist das. Hab ich oben jetzt noch irgendwas? Nee. Oben sitzt doch hier. Natürlich ist hier was. Viel Bomben und so. Ich wollte gerade sagen, ich werde das mal ausprobieren, das mit dem Bomben, ne? Ob ich hier Damage bekomme. Achso, natürlich. Natürlich hätte ich es nicht besser wissen müssen. Denke ich, kriege das auch mit der Zukunft hin. Müsste ich doch eigentlich auch mit der Zukunft hinbekommen, oder? Ja, müsste ich. So, einen Stern oder was? Jawoll! Jetzt haben wir 11, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier komme ich nicht durch. So, nehmen wir aber trotzdem unser Schwert mal wieder. Doch, komme ich hier durch? Natürlich! Ich bin ja so ein schlanker Kerl. Gleich ein Herz, das gefällt mir schon mal gut. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur die Frage, wir müssen hier den... Natürlich. Schießen das jetzt hier weg? Dass wir irgendeinen Busch hier kaputt schießen können, sicherlich. Ach, hier geht's weiter. Okay. So. Auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen nachdenken, ja, glaube ich. Naja, hier nicht. Ach, hier geht's lang. So eine Statue, Alter. Wie groß die Bombe einfach ist. Große Chance. Also nicht, ob ich jetzt damit was angezündet habe oder nicht. So, erstmal Boss schneiden hier. Alter, komm. Das mal alles wegmachen, dass ich das Feuer auch benutzen kann, ja? Ey, ist jetzt ja eigentlich egal. Bin jetzt irgendwie an der Überlegung, dass es eigentlich egal ist. Anscheinend nicht, ist das. Den Baum immer noch nicht wegmachen. Das ist ja das Problem. Gehen wir mal weg, sind wir einfach zu 8-Bit. 8-Bit meine ich, nicht 8-Bit. 8-Bit.
auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, ich muss aber aus irgendeinem Grund hier das alles anzünden. Ja, ach so. Natürlich. Ich hab's raus, ich hab einen Trick raus. So. Ne, ich brauche jetzt den Dings hier. Das muss ich hier jetzt so machen. Und das muss jetzt hier so. Ja. Nee, falsch. Schieß. Muss auch irgendwie rüberkommen. Ich weiß aber nicht, warum hier der Stein ist. Das ist eine gute Frage, finde ich. Ihr könnt folgendes entziffern: Entzündet meine Flammen, um einzutreten. Ne, ich komme auf jeden Fall nicht hier hoch. Ja, kann ich hier diesen Baum wegspringen oder was? Naja, kann ich nicht. Naja, den weiß ich ja auch nicht für was. Ist ja eigentlich total schwachsinnig eigentlich. Weil ich kann ja nur von hier aus, glaub, den anschießen, oder? Sag ich doch. Geht nur von da aus. Da geht er nicht durch. Ja, dann verstehe ich eigentlich die Logik nicht. Mal hier das Schwert, hier um das alles zu zerstören. Nee, es ist schwachsinnig, wenn ich hier die eigentlich alle wegspringen möchte, weil es wahrscheinlich sowieso nicht geht. Ich muss überlegen, wie ich das jetzt entflamme hier. Haben wir noch einen Stern gefunden? Schon irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Hallo? Frag mich aber auch gerade wieder, was ich hier überhaupt machen muss. Komme ich schon mal nicht lang. Das Ding ist aber, ich muss aber irgendwie da hinkommen. Komme ich hier wirklich nicht lang? Warte mal. Natürlich komme ich da lang? Nein, komme ich nicht. Wirklich nicht. Aber ich komme da oben rüber. Da ist so ein Ding. Das schaffen soll, ist so eine Frage. Da unten war ich ja schon, oder? Ja, war ich schon. Ey, die Rätsel sind schon krass, muss ich sagen. Naja, Leute, aber da verabschiede ich mich jetzt auch mal wieder. Die Folge ist vorbei. Und wir hören uns und sehen uns. Bis zur nächsten Folge mit EWOLAND. Tschaußen!